Wie meinst du es? Ach so. Ja, naja, wir brauchen ja nicht unbedingt aktivierte Rakete. Es muss ja nicht unbedingt sein. Man kann die auch eine Runde später aktivieren. Ich meine, Ragnarök können wir auch ein andermal machen. Ja, in einer anderen Runde. Ja. Ist mir schon klar, dass das geht. Aber irgendwie jetzt. Das war ein guter Augenblick. Ja, jetzt haben wir hier ganz gechillt. Den Moment der Stunde. Da kommen ja noch welche. Oh Gott, nein! Nee, da kommen keine mehr! Du hast ihn erschossen! Jetzt sagt ja niemand was! Den letzten. Er war wie ein Indianer. Ja! Der letzte Mohawk-Indianer. Der letzte Mohawk-Zombie. Jetzt wird's hässlich, ne? Ja, jetzt wird's hässlich. Naja, ich hab noch, wenn's hart auf hart kommt, Affen. Und ein Instakill. Jawoll! Sollen wir gehen, oder? Das war ein schöner Treffer, Hast du es geschafft? Ich hab's direkt geschafft, ja. Ja, wahrscheinlich wurde das gepatcht. Nee, das erste Mal habe ich besser getroffen als beim zweiten Schuss, aber ich war so früh draußen, glücklicherweise. Ja, und jetzt gehen wir, oder was? Oder soll ich die Haymaker noch punchen? Das könnte ich mir verdienen, aber dann kommt jetzt doch in der nächsten Runde hier schon der Homo. Haben wir die Plattform aktiviert? Ja. Man könnte hier raussprengen. Gehst du, oder wie? Ja. Ja gut, dann mache ich hier noch ein bisschen... Kann ich jetzt eigentlich schon auf die... Oh, ich hätte jetzt schon schießen können, ne? Oh, ich habe gar nicht den Insta mitgenommen. Zack! Hä? What the? Ich habe eben einmal reingemessert und alles ist explodiert. Ich glaube, der eine Automat hier, der ist, glaube ich, immer an, ne? Der eine Kaugummi. Der in... Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Schuhcreme 100. Extrem schuhig. So viele Farben. Er hat die Crema del Schuh. Alles klar, ich komm zurück heim. Hab keine Lust mehr. Hab genug gespielt. Ich komm zurück heim. Ich komm zurück heim. Hein. Hein. Du Hein. Du Heinz, ich komm heim. Ach nee, warte, ich hol mir erstmal ein Schild. Junge, ich hab noch gar kein Schild. Ey, das mit dem Schädel hier abliefern ist auch ab und zu ein bisschen... Bisschen merkwürdig. Jetzt. Das ist völlig fertig. Das ist völlig random. Hä, hatte ich schon ein Schild? Haben Sie bereits? Habe ich es mir schon geholt? Ich weiß es nicht. Das kann ich dir nicht sagen, mein Freund. Das musst du wissen. Aber ich komme jetzt hier in den Hof wegen dem Wolf, weil ich brauche Zombies. Der Wolf. Der Wolf. Der Wolf. Der Lamm. Der Wolf. Ich brauche Seelen. Er braucht Seelen. Piu, piu, piu. Piu, piu. Der Usaftman. Ey. Wow, 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 wow. Wow, kesseln die mich ein. Das ist nicht schlecht. Oh, das erste Ding ist schon voll. Ja, fein. Feini. Ja, feini, Hundi. Ich brauche auch noch Zombies. Ja, dann nimm du die jetzt. Und ich gehe schon mal mit dem Hund. Ach, die? Ja, da kommen noch welche. Dir ist durchaus bewusst, dass jetzt ein dicker Mann kommt, der raketenbestuhlt ist und dir ins Gesicht gehen will. Ich will den nicht. Aber der kommt. Du hast eine Raygun. Du kannst ihn easy fertig machen. Meinst du, es geht fix mit der Ray? Klar, mit der Raygun ist es gar kein Problem. Du spuckst ihm ins Gesicht. Lana Del Rey Gun, oder was? Lana Del Rey Gun? Gibt mal gut. Er ist unten im Öf. Im Öf? Im Öf. Aber ich glaube, er kommt trotzdem zu dir. Ich glaube, er riecht den Speck. Er sagt, er ist unten, ich chill hier oben und der steht ja, direkt hinter mir. Ja, der war wirklich unten im Hof. Der kam ja, aber dann zu dir hochgerannt. Hab ich gesehen. Das hab ich gesehen. Ich hier für dich ein Äffchen. Ich bin tot. Alter. Ich bin tot. Wo? Im Hof. Das Wiederbeleben wäre echt gut. Ich komme. Du bist im Brunnen, da, ne? Vorm Brunnen quasi. Da, wo die Tür ist, die wir mal aufkaufen müssen für den fucking Esel. Ich nehme den Brunnen. Und dann werfe ich einen Affe. Und ein Pferd. Den werfe ich hier hin.
Und dann mache ich dich fit. Die Mucke. Die Jahrmarktsmucke ist ja, das geilste. Übelst krass. Richtig geil. Ist eine, also aber mach bitte nicht alle kalt. Hast du den Dicken getötet? Nein. Mach bitte nicht alle kalt. Hier rennen 40 Leute rum. Ach so, beruhig dich jetzt wieder weg. Ich bin jetzt wieder da bei meinem Hund, weil der verschwindet sonst. Ich habe keinen Knocker mehr und das ist gerade echt ein Problem, ne? Ich okay, warte, sterben, dann ich bin tot. Danke. Moment, wo bist du jetzt genau? Da, wo ich gerade war. Wie weit soll ich gekommen sein? Ich habe den Dicken getötet. Sind da Zombies? Ja, die kommen alle hoch. Die gehen alle Richtung Elektroplattform. Gehen jetzt alle Richtung ja. Süd. Oh nein. Ich habe ein richtig gutes noch Kaugummi. Hast du Zeit. Noch hast du Zeit. Warte, warte, warte. Ich bin ja schon auf dem Weg. Junge, so ein extra süchtig. Ich bin ja schon. Hey, guck mal hier. Sehr gut. Nee, nee, du warst noch echt im Saft. Ich brauche Nougat. Geh jetzt mal Nougat holen. Ich lasse ihn hier am Leben. Hä, was war das? Wieso war hier... Ach, hier ist eine Falle. Ich dachte schon, warum erscheint hier auf einmal ein Viereck? Aber ich muss sagen, Schuhcreme ist wirklich das Gegenmittel für diesen Panzertypen. Schuhcreme? Also die Antwort ist wirklich Schuhcreme. Ich dachte eher, die ungarische Bartwichse wäre empfehlenswert. Aber ungarische Bartwichse ist ja eigentlich auch nur Schuhcreme. Die ist schwer zu bekommen, aber da musst du schon einige Windeln rubbeln. Bist du da? Ich jetzt das eine Teil für Ragnarök mitgenommen, weil der liegt hier und... Da ist nichts. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg und hier ist nichts. Nee. Hm. Der hat keinen Stift in der Hose gehabt. Aber mein Wolf ist noch hier. Ich zitzel mal einen Kaugummi. Ich müsste eigentlich... Ah, verdammt. Das? Ein Zombie hat mich berührt. Ach ja, das kommt vor. Ich muss die andere Sprungplatte. Ich habe noch benutzen. Einen Affen. Noch einen letzten Affen. Unten startet gerade die Rakete. Ja, ist ja nicht so schlimm. Na, oh, was ist hier los? Hier ist auf einmal so ein Kreis. Ich habe doch auf jeden Fall getroffen. Oh Mann! Es ist so teuer, den Feuerbogen zu machen. Ich kann dir leider nicht helfen. Ich mache hier den Barbarossi-Bogen. Den Barbarossi-Bogen? Der ist auch nicht so einfach. Yes! Das war ein Volltreffer. Ja. Wo ist denn der eine Zombie? Hast du den? Der war vorhin mal hier, bevor ich dann hüpfen gegangen bin. Brauchst du den noch? Nö. Sonst mache ich ihn tot, ne? Ist klar. Wenn der kommt jetzt, dann mach ich ihn tot. So. Das Gewehr nehme ich dankend an. Much honor. Ich weiß nur nicht, wie lange ich das hier überlebe, ne? Was hast du denn jetzt? Ein Raygun und ein Knocker, oder? Ja. Und ein Bogen. Ja. Naja, es sieht gar nicht so beschissen aus. Oh, doch, sieht es. Hast du ein Schild? Ja. Aber das bringt nichts. Ich stelle mich immer mit dem Rücken zur Wand, wenn Hunde kommen. Ah, hier ist echt gut. Also hier lässt sich's leben. Ich bin in so einer Sprungplattform drin quasi. Ja, wenn Hunde kommen, sicher. Aber ich habe gesehen, die stellen sich ja auch zu viert, also die Experten, ja, die stellen sich zu viert in diese Plattform rein. Und dann haben sie alle einen Bogen und machen immer Ragnarök an, abwechselnd, aber so als Fallenversion. Ach so. Und überleben da irgendwie ewig lang. hier ist Munition. Lad mal durch. Vorbei, hm? Ja. Sag, wenn du bereit bist. Ja, ja, passt. Der Zorn des Quantums! Zorn des Quantums! Er lässt ihn dich spüren. Ganz tief in dir drin. Da formelt ein alter Mann rum. Es ist der Zorn des Quantums. Zorn des Quantums. Er riecht ein bisschen nach Bohnen. Nach Trapperbohnen. Socken. Zorn des Quantums. Warum rennen die alle weg? Äffchen. Ach so. Sehen wir uns wieder? Nein, Affe. Nein. Nein, Affe. Wir können uns nicht wiedersehen. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Oben an der Elektroplattform quasi. Ah, shit.
Geht weg! Buh! Buh! Hä? Warum macht das Ding keinen Schaden oder treffe ich nicht? Was Vorsicht, du bist wieder am Leben. Nein! Hä? Was? Oh, ich habe kein Schild mehr. Die haben es mir zerknüppelt. Die haben mir das einfach zerknüppelt. Hui. Hui. We built this city. Oh yes. We built this city. Es läuft auch einmal am Tag im Radio, das Lied. Ohne Kack. Ist aber auch ein geiles Lied. Das ist echt ein geiles Lied. Es läuft echt jeden Tag mindestens einmal. Und Summer of 69. Das sind aber auch echt zwei gute Lieder. Die werden jeden Tag im Radio gespielt. Und dann sagen die im Radio aber immer, nur bei uns gibt's die Abwechslung, die ihr am Tag braucht. So. Und ihr eigentlich braucht läuft Abwechslung, ja? Und Heroin. Das kriegt ihr nur bei uns. Ja. Und jeden Tag läuft eigentlich wirklich dieselbe Playlist. We built this city. We built this city of Rockin'. Ist aber auch so ein geiles Lied. Werde ich jetzt Nogger kaufen, oder? Ich habe den Hund jetzt in Stufe 3. Stufe 3 Hund. Three Dog. Hund. Ich mag Hund. Weil Hund macht lustige Sachen mit Schwanz. Hund wackelt. Hund wackelt. Wie hier die Zombies runterregnen. Was ist denn jetzt los? Was? Was? Wo bist denn du? Ich bin im Pyramide. Ah, der hat schon losgelassen, der Honk. Och, Mann. Nächste Runde. Ich brauche erst Geld. Ich bin mit der Sprungplattform weggeflogen und auf einmal sind voll die Zombies vom Himmel geregnet. Ja, sowas ist halt mies. Sowas ist mies. Jetzt muss ich mir eine Stelle suchen, in der ich überleben kann. Hast du einen Nogger? Nein. Kein Nogger? Dann geh doch in den Hof. Da bist du doch am versiertesten, oder? Ich habe nämlich nur noch einen Affen. Nur noch einen Affen. Aber ich habe eine Nuke. Zwei Drachen. Warte mal, ich gebe dir mal eine Nuke, das gibt Geld. Ja, aber dann kann ich mir immer noch keinen Nogger holen. Ja, Moment. Danach immer noch nicht. Ja, jetzt musst du aber nur noch was Kleines machen. Ja, aber du hättest jetzt wenigstens warten können, bis Zombies kommen, weil dann hätte das auch Sinn gemacht. Ach, Quatsch, ja. Dann hätte man ein bisschen ausdünnen können. Es ist Runde 15, ich habe nix. Naja, ein bisschen schon, aber nicht genug, um zu überleben eigentlich. Vor allen Dingen ist das Ganze rumgekrawler. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Da crawlt's aber. Kraulen. Kraulen. So neu ist ich bei den Simpsons, Alter. Adolf mit seinem Kennzeichen. Adolf 1. Die haben mich schon wieder zugeparkt. Und irgendwer geht vorbei so, grüß dich, Adolf. Nein, der sagt Heil Hitler, glaube ich, oder? Ja, sagt er nicht so. Ja, dumm ich auch. Sagt er doch dann. Ist er denn nicht irgendwo in Argentinien? Ja, da kommt so ein Typ auf einem Einrad und sagt, Heil Hitler. Ja, ja. Wurde schon wieder zugeparkt. Oh! No, Ritualien. Alter, da war der Doppelswaffler. So esse ich mein Müsli morgens mit vielen Ritualien. Mit vielen Ritualien. Damit ich die richtigen Elemente im Darm habe. Ja, eben. Die Darmelemente sind wichtig. Darmama Crack. Du brauchst Feuer, Wasser, Erde und Luft. Und dann. Ja. Daraus besteht der Darm eigentlich. Ja. Das ist wie ein Pokémon. Ja. Immer diese kleinen Monster. Jetzt hole ich mir ein Nogger, bevor es zu spät ist. Dann stecke ich mir den Finger rein. Oder auch die ganze Fist. Fist. Er mag Fist. Ich habe eine Fistel an der Lippe. Doch ich esse trotzdem meine Schnitte. Es brennt zwar wie Feuer. Aber sie war auch ziemlich teuer. Oh, Divinium und Nogger, das ist ein guter, der hält länger. Hat jemand aber die Götter eingerieben mit Sonnenöl? Dann kann ich gleich wieder mein Lieblingsglücksspiel betreiben. Klingelingeling. Ja. Ja. Den ganzen Tag. Ja, spendet Geld für Kaugummis. Der macht nichts anderes, der Mann. Oh, jetzt habe ich hier wieder die Scheiße mit dem Wallrun, kriege ich wieder nicht hin. Oh, ey, der leichteste Kram. Ah, also warum bleibe ich denn hier immer hängen? Meinst du, kann man nee, mit Zombies hier? Geht es nicht. Die ziehen immer an meinen Schuhen. Nee, von hier treffe ich nicht. Mit Zombies ist es leider nicht möglich, den Wallrun zu machen. Ist aber auch bekannt. Ist auch bekannt, allgemein. Allgemein, da ziehe ich jetzt keinen Scheiß oder Schmu, wie einige dazu sagen. Schmu ist eh so ein geiles Wort. Ist das jüdisch? Bestimmt, oder? Ja, klar. Schmu. Wir haben immer die geilsten Wörter.
Schmu. Schwuckel. Schwuckele. Schwuckele. Ah, die haben es einfach drauf. Die haben es echt drauf, was Wörter angeht, finde ich. Na, wo seid's denn, Oje? Hier ist noch ein Zombie. Ja, ein. Aber den will ich jetzt noch am Leben lassen. Aber ich hätte ihn ganz gerne bei dir. Wieso? Wo bist du? Ja, weil ich ganz gerne in Ruhe. Nein, ich brauch da Feng Shui. Der leichteste Bogen von allen. Nein, der Zombie tut da wirklich, ja, mein... Ich mach das Anfang der Runde. Mein Chi. Weißt du? Ja, Anfang der Runde, wenn keine da sind. Ja, dann hast du auch einen guten Fluss. Ja, auch so. Ich würde es jetzt machen, aber ich habe leider ein anderes Ritual es am Laufen. Warte, ich nehme den mit. Bleib da stehen. Scheiß. Dadan. Die Pyramide Dadan. Muss erst abspritzen. Boah, hast du eigentlich mitbekommen, dass ein neues Baywatch kommen wird? Ich weiß, ja. Alter Schwede. Wirst du es dir anschauen? Vielleicht, aber du kennst doch Full House, die Serie. Ja, gibt's bei Amazon Dings gibt's jetzt. Neu, ja, und jetzt sogar eine zweite Staffel. Nee, oder hab ich noch gar nicht mitbekommen. Ich dachte mir so, what the fuck? Ja. So, ich hab's hinbekommen. Siehst du, kein Zombie in ihr und schon The Fuller House, ja. Jetzt sind sie irgendwie zu 28. Und guck hier, einmal ist der Zombie weg und dann ist es ganz easy. Dann kann Papa das machen. Schon gemacht, ja. Bogen fertig, oder wie? Zack. Ja. Ich muss jetzt nur noch da hier in die Truhe das Ding reinlegen und dann bisschen anfixen. Bisschen Schmalz. Gibt's auch noch mal ein bisschen Nüsschen. Ein bisschen Nutty. Nutties. Slutnuts. Thailändische Slutnuts. Slutnuts. Aber die würden sich bestimmt thailändischer Fotzen gelagert. Extra salzig. Verträgst du so viel Salz? Slutnuts. Hi, Thai. Hi, Thai. Slutnuts. Boah, ich habe neulich Dings geguckt. Kannst du töten, den Zombie? Starsky und Hutch. Und ich musste so lachen, Alter, wieder mit Will Ferrell. Und dann, so Leute, jetzt kommt's. Zwei Drachen. Zwei Drachen. Vorher wollte er einen Drachen nur sehen. Er soll sich umdrehen und fauchen wie ein Drache. Und dann, okay, ich werde jetzt noch was von euch verlangen, aber das wird nicht einfach. Slutnuts. Zwei Drachen. Ich stell mir vor, es gibt wirklich Erdnüsse gelagert in thailändischen Huren, na gut, bis sie richtig auch salzig sind. Kaffeebohnen, die in Katzenärschen. Glaubst du, irgendwann sind wir an dem Punkt, dass irgendwas in der Vagina gereift wird von einer Frau? Ich weiß nicht. Schon kann ich dir jetzt so nicht sagen, es wäre schon krank. Das würde mich schon Überwindung kosten. Würdest du es essen? Nee. Moment, jetzt außer kommt die große Frage. Würdest du es essen, wenn du siehst, dass eine hässliche Frau. Oder würdest du es erst dann essen, wenn du siehst, boah, die Tussi ist geil? Nee, es würde, glaube ich, erstmal keinen Unterschied machen. Nein, ich glaube, das macht einen Riesenunterschied. Ich glaube, viele würden Erdnüsse aus einer richtig scharfen Pornobraut essen, aber nicht aus so einer hässlichen Thai-Mama. Okay. Die würden sich denken, boah, die hässliche Thai-Mama, nee. Aber hier, boah, die sieht heiß aus. Was ist denn jetzt los? Hast du die Zeit angehalten? Ja, musste ich. Guck mal, wie ich sie piekse. Und dann geht denn das? Ist jetzt gleich zu Ende. Ich wollte nur mal was ausprobieren, ob das geht. Wie oft kann man das machen? Einmal, oder? Einmal, ja. Und dafür verschwendest du so ein... Nur so einfach mal, ich bin reich. Ich wollte es mal testen. Nur deswegen? Ja. Nein, ich war halt in Gefahr und... Dein Hoden war in Gefahr, oder wie? Ja. Alter, was hast du alles? Ich weiß auch nicht, was hier abgeht, Mann. Es liegt hier alles rum. Alter, wie geht denn das Ritual jetzt eigentlich weiter? Welches? Ja, meins. Das weiß ich doch nicht, Dude. Hier, die Sun is shining.